Willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende von Beyond Door. Im letzten Part haben wir das Schattentrio besiegt und jetzt sind wir in Arionas Haus, um ihr das Collier zurückzubringen. Oh, ihr habt mein Collier wirklich gefunden. Ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Aber es ist mir zu peinlich, euch ohne dieses Collier unter die Augen zu treten. Bitte legt das Collier vor die Tür und wartet einen Moment. Und da bist du ja wieder, mein teuerstes, schönstes, liebstes Collier. Was zum? Oh, und du musst Mario sein, der Retter meines Colliers. Ach, was für ein verwegener Held. Wie kann ich dir nur jemals danken? Oh, lass mich dich in meine Arme schließen. Und dies sei das Zeichen meiner unendlichen Dankbarkeit. OMG. Oh, er geniert sich, wie süß. Aber du sagtest etwas von Sternjuwelen, nach denen du suchst, Mario. Sind das etwa die gleichen, von denen in der Rohlinger Legende die Rede ist? Nach schillernden Juwelen zu suchen, welch verlockendes Abenteuer. Wie könnte ich in einer solchen Verlockung widerstehen? Und nicht zuletzt, dieser betörende Schnauzer hat mir völlig den Kopf verdreht. Ich bitte dich, Mario, nimm mich mit auf dein Abenteuer. Arjona gehört zum Team. Arjona hat folgende Fähigkeiten. Drücke X und sie lässt ihre Winde wehen, sodass verschiedene Dinge wegfliegen. Treffen ihre Winde Gegner, so kann diesen für kurze Zeit schwindelig werden. Die Windkraft hält an, solange du den Knopf gedrückt hältst. Im Kampf kann sie sich mit dem Body Slam auf einen Gegner werfen und mit dem Hurricane fegt sie alle Gegner vom Platz. Aber Mario, du bist ja ein echter Herzensbrecher. Madame Irona ist sonst nicht so leicht zu beeindrucken. Was für ein Glück, dass sie mit uns kommt. Pass auf zum großen Baum. Mit der Ironas Hilfe werden wir den Geheimeingang mit Leichtigkeit finden. Yep. Das werden wir. Sternpunkte. Da haben wir noch ein Level up vor uns. Wir sind schon Level 9. Nee, Level 6. Das geht ja. Alter, das erste Kapitel ist so schnell vorbei. Und das zweite Kapitel. Wir sind zwar mitten im zweiten Kapitel, aber das wird auch sehr schnell vorbeigehen. Oh, eine Mail. Also, das ist die erste Aufgabe von der Dings. Die werde ich am Ende des Parts durchlesen. Ist zwar eh nur letzter Track, aber so, dann Arjona, mach deinen Job. Da ist ja der geheime Eingang. Endlich können wir hinein. Eingang. Diese Bubus sind wirklich bezaubernde kleine Dinge. Mario, wusstest du eigentlich, dass ich noch bis vor kurzem ein großer Bühnenstar war? Mein Name, Madame Irona, war überall bekannt, aber die Verrücktheit hinter den Kulissen, naja, das ist wohl die raue Realität. Jedenfalls hatte ich es satt und deshalb habe ich mich in den Wald zurückgezogen. Aber diese kleinen Bubus mit ihren unverfälscht reinen Herzen, sie erinnerten mich daran, wie rein und unverfälscht mein eigenes Herz einmal war. Und plötzlich erkannte ich, dass die Bühne mein Leben ist und dass ich mit meinem reinen Herzen zurück ins Rampenlicht muss. Für diese Erkenntnis bin ich den Bubus unendlich dankbar.
Mario, hier. Von innen ließ sich die Tür ganz leicht öffnen. Komm schnell. Zeit, dem Bubus meine Dankbarkeit zu erweisen. Gehen wir, Mario. Ja, aber wir benötigen erstmal Gumbrina. Tja, das ist also der große Baum. Sieht eher so nach einem Chemielabor aus. Komisch, sonst sind sie alle hier. Hallo, Boboma, hallo, wo seid ihr? Jetzt zeigt euch doch. Hallo. Was geht denn hier ab? Wer seid ihr? Wie seid ihr hier reingekommen? Hey, warte mal. Der da, ist das nicht dieser Mario? Wirklich? Na, dann knöpfen wir ihn uns vor. Aber wir haben Anweisungen von Oberst Grosillos, sofort zu melden, wenn wir ihn sehen. Denk nochmal nach, du Trottel. Wenn wir ihn fertig machen, schalten wir den Ruhm ein. Da hast du auch recht. Also los, auf geht's. Und los geht's. Flucht in diesem Kampf nicht möglich. So, jetzt treffen wir auf die... Das ist ein Fußsoldat. Hier steht die... Sie gehören zur Organisation der Grusionen. Oh Gott. Und sie stehen wohl am untersten Ende der Hierarchie. Maximale KP 4, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Im Kampf verwenden sie gerne Kraft, Punch, um größer zu werden. Also aufgepasst, versuchen wir schnell mit diesen Kernen aufzuräumen. So, Power Downs. Kraftpunch? Ja, das bringt ihm nichts. Tschüssi. Eine skandalöse Niederlage. Aber das nächste Mal kriegen wir dich bestimmt. Und jetzt sollten wir Oberst Grosillos Berichte starten. Wie du die fertig gemacht hast, Mario, unvergleichlich. Aber wir wissen immer noch nicht, wo die anderen alle sind. Vielleicht sind sie ja schon gar nicht mehr hier. Wieso um alles in der Welt versteckst du dich denn da? Komm raus, ich habe einen starken Verbündeten mitgebracht. Oh, ist der riesig. Dieser bärtige Riese wird uns bestimmt alle auffressen. Oh, du, sind dann noch mehr von uns? Und so riesig, sehr dubios, ein Monster, gefährlich, dieser Bart. Hab Angst, so stark. Hab doch keine Angst, Mario ist unser Freund. Er wird alle Gegner fertig machen, genau wie die beiden nehmen. Also darf ich vorstellen, Mario. Halt! Woher sollen wir wissen, ob der wirklich unser Verbündeter ist? Vielleicht ist er ja ein Spion, den diese Typen geschickt haben. Was redest du da, Bubulas? Mario gehört doch nicht zu denen. Er will uns helfen. Wir alle zusammen könnten diese Typen verjagen. Und dann würde dieser schöne große Baum endlich wieder uns gehören. Hör dich doch an, Bubulia. Du spielst hier wie der große Anführer auf. Du hast doch keine Ahnung, was hier passiert ist, seitdem du weg warst. Wie was? Was redest du da? Und wieso seid ihr eigentlich nur so wenige? Wo sind denn die anderen? Sie sind gefangen genommen worden von denen. Sie haben alle auch Bubuma und deine Schwester. Was, Bubulia? Das kann doch nicht wahr sein. Oh doch, sie haben sie alle mitgenommen. Nur weil wir ihnen nichts über irgendwelche Juwelen sagen konnten. Keine Ahnung, wovon die geredet haben. Oh, Bubulia, wir müssen ihnen helfen, wir alle zusammen. Was soll das? Wir haben doch keine Chance. Zu allem Übel haben sich auch noch diese Pikatos mit denen verbündet. Die denken, so können sie sich die Herrschaft über den Baum sichern. Wir sind am Ende. Daran wird auch dieses bärtige Original nichts ändern können. Wie kannst du nur so reden? Wir müssen es doch wenigstens versuchen. Wir alle zusammen könnten diese Pikatos oder wen auch immer schlagen. Deshalb bitte ich euch, wir müssen zusammenhalten. Du scheinst ja sehr überzeugt von dem zu sein, was du da redest. Soll uns dieses bärtige Wicht doch mal zeigen, was er kann. Was soll das denn jetzt? Also, wenn du
Und wenn du und dieser Schnauzertyp es schafft, die anderen zu befreien, dann bin ich auch bereit, euch danach zu helfen. Aber dazu wird es sowieso nicht kommen. Und ob es dazu kommt, oder Mario, gehen wir, wir werden sie befreien. Da hat er recht, der Bugulio. Erstmal speichern. Wir haben noch etwas Zeit. Wir gehen noch ein bisschen im Baum rum. Suchen. Okay, das ist eine seltsame Maschine, die später wichtig sein wird. Scheiße, ein Kraftpunsch, dann hau ich mal das Schäfchen weg. Und noch ein Trottel. Okay, ich weiß schon, welchen Titel dieser Part haben wird. Der hat eine Feuerblume, der muss als erstes schon mal sterben. Haha. Dann sag mir mal etwas über diesen Grusimaten. Das ist ein Grusimat, diese Dinge werden von den Grusionen hergestellt. Maximal KP 3, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Wenn sich Mini-Grusimaten in der Nähe befinden, werden sie unangreifbar. Also musst du zuerst die Mini-Grusimaten ausschalten. Autsch. Genau, wir müssen zwei Gegner jetzt scannen. Das ist ein Mini-Grusimat. Maximal zwei von ihnen schützen einen Grusimaten. Maximal KP 1, Angriffskraft 0, Verteidigung 0. Diese Dinge sind schuld, wenn Attacken auf einen Grusimaten wirkungslos verpuffen. Mach sie fertig, bevor du einen Grusimaten angreifst. Arone hilft bestimmt gerne. Jetzt mache ich erstmal nur mit einem normalen Sprung. So. Wechseln wir erstmal zu Mario. Der killt diesen Mini-Grusimaten. Während Umbrina den richtigen Grusimaten killt. So schön langsam kann die Alte da meine Sternpunkte verdoppeln. Man soll sich auch hier beim Großbaum sich ganz genau umsehen. Nee. Okay, wir könnten Maxi gehen. Es gibt nichts Besseres als diese Technik gegen nervige Gegner. So, das waren jetzt, haben wir 9 Sternpunkte extra dazu bekommen. Yay! Das heißt, 13 Minuten haben wir schon aufgenommen. Oh Mann, ob wir wohl jemals eins von diesen Sternjuwelen finden? Diese Bubus, die wir uns geschnappt haben, wissen ja wohl auch nichts darüber. Oh Mann, bin ich überarbeitet. Ich könnte glatt im Stehen einschlafen. Da ist ja Bubuma. Bubulio, bist du zurück? Gut siehst du aus. Aber was machst du denn eigentlich, Bubulio? Was ich mir mache, da erinnert dich befreien natürlich. Achso, na dann schönen Dank. Aber vielleicht solltet ihr erstmal die anderen befreien. Die sind die anderen denn auch hier? Ja, also, Bubulio, mein Bruder, bist du es wirklich? Bubulia, da bist du ja. Bubulio, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich wusste, du würdest uns helfen. Ist doch selbstverständlich und ich habe einen starken Verbündeten mitgebracht. Wir werden euch gleich rausholen. Habt noch ein wenig Geduld. Natürlich, wir vertrauen dir, Bubulio. Mario, zuallererst müssen wir den Zellenschlüssel finden.
Okay, in diesem Busch war auch nichts. Oh, du schon wieder. Hallihallo, so trifft man sich wieder. Ey, du bist doch diese diebische Ratte. Was hast du denn hier zu suchen? Naja, also eigentlich bin ich hier, weil es dir tolle Ohren zu finden geben soll. Ich hätte nie gedacht, dass das so ein Stress wird. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Was? Schon wieder ein Kuss? Was denkt ihr sich? Ach, fast hätte ich es vergessen. Dieses Sternjuwel, das du suchst, muss irgendwo ganz unten in diesem Baum sein. Ich hoffe, du findest es vor diesen garstigen Typen. Also pass gut auf dich auf, mein super Schnauzer. Bis bald. Ich fass es nicht, diese widerliche Kleptomanin. Wirklich unerstehlich. Hey, ihr da! Was fällt euch ein? Mich einfach von hinten. Das werdet ihr mir büßen. Was? Alleine? Comprina? Einen roten Schlüssel. Ein Ultrapilz. Schmeißen wir erstmal den Pilz weg. Buboma, komm, wir holen dich hier raus. Du Trottel! Bubulio, setz dich dahin und hör mir zu. Was, wieso? Habe ich was falsch gemacht? Bubuma, wir wollten doch nur helfen. Was stammelst du darum? Hör mir lieber gut zu, du Grünschnabel. Wenn es mir nichts zu dir nichts davon lässt, deine kleine Schwester allein zurück. Aber ich wollte nur helfen. Unterbrich mich gefälligst nicht mit deinem hirnlosen Geplapper. Kein Wunder, dass dich alle für einen Einfallspitzel halten. Wenn ich daran denke, dass das Schicksal unseres Volkes bald in deinen Händen liegt. Nicht auszudenken, also hör mir gut zu. Eine Stunde später. Hast du das kapiert? In Zukunft ist Schluss mit solchen Flausen. Ja, Bubuma, ich werde mich bemühen. Bemühen reicht nicht. Wie auch immer. Was machst du eigentlich hier, Bubulio? Wie ich dir gerade sagte, ich will euch alle befreien. Oder zumindest erstmal dich. Sag das doch gleich, worauf warten wir dann noch? Oder muss ich mir erst die Gicht holen bei der Kälte hier? Und weg ist sie, ganz die alte Bubuma. Na gut, dann. Und du, Bubulio, hab noch ein wenig Geduld. Ich bin bald zurück. Ich werde auf dich warten, Bubulio. Ja. Das scheint schon wieder so circa Ende und um Pub zu sein. Alter, wie schnell das schon wieder alles geht. Das heißt, wir werden noch ein ganz kleines Sketch erleben. Dann ist es vorbei. Mit diesem Part. Hey, Bubulio. Hätte nicht gedacht, dass du Bubulio wirklich verweist. Ich habe es dir doch gleich gesagt, oder? Krieg dich wieder ein. Das gibt einem noch lange nicht die Berechtigung, uns dich so aufzuführen. Und diesem schnatzbärtigen Typen traue ich auch doch nicht über den Weg. Gut, das war für den Anfang nicht schlecht, aber was ist mit den anderen? Bevor du die nicht befreit hast, mache ich keinen Finger für dich krumm. Dumpfnase! Du kapierst aber auch gar nichts. Gerade jetzt müssen wir zusammenhalten und unseren Baum zurückerobern. Geht das in deine Matschbirne rein? Aber... Sperr dir das, Bubulas. Du bist dem Schnauzer da. Wie war gleich der Name? Cabrio oder so? Mario. Er heißt Mario. Er ist ein Star-Bubuma. Ja, schon gut. Ihr werdet alle mit diesem Mario unseren Baum befreien. Alles klar, Bubuma, wenn du weißt. Aber, naja, und ehrlich gesagt, Bubulio ist mir auch nicht gleichgültig. Versuchen wir es also, alle zusammen. Meine kleinen Bubus, so kenne ich und liebe ich euch. 10 Bubus mehr gehören jetzt zum Team. Und ihre Fähigkeiten? Nichts! Ich danke euch allen.
Ach übrigens, ich habe auch eine Frage. Wir suchen ein Sternjuwel. Weißt du vielleicht irgendwas darüber? Das Sternjuwel, ich denke, ganz unten in diesem Baum ist irgendein seltsam gefärbter Edelstein. Unsere Aufgabe ist, darüber zu wachen, dass er nicht in die falschen Hände gerät. Und die Legende sagt, wir sollten den Stein einem Helden mit reinem Herzen geben. Vielleicht ist das euer Sternjuwel. Also Cabrio, ich denke, du bist der Held unserer Legende und du solltest dir das Sternjuwel holen, bevor diese Provokateure es tun. Ich hoffe sehr, dass wir auch so auch unsere schönen Baum zurückbekommen. Na gut. Such das Sternjuwel ganz unten in dem Baum. Halt, Moment noch. Das Wichtigste hätte ich beinahe vergessen. Um das Sternjuwel zu bekommen, musst du zunächst die anderen alle befreien. Du brauchst jeden einzelnen von ihnen, sonst kommst du nicht zu diesem Sternjuwel. Nimm dieses Bubu-Wiel. Das zeichnet dich als Anführer der Bubus aus. Es versammelt die Bubus um dich, wenn du es in die entsprechende Podeste legst. Aber vergiss nie, es hinterher wieder an dich zu nehmen. Sonst können sich die Bubus nicht mehr von der Stelle rühren. Also Mario, zuerst sollten wir die anderen befreien. Tja. Ach, noch etwas. Ja. Verzeiht mir, in letzter Zeit bin ich wirklich vergesslich geworden. Also, wenn du auf deiner Suche nach dem Sternjuwel einige der Bubus verlierst und sie nicht mehr wiederfinden kannst, dann komm hierher. Ich kann sie dann mit einem Schrei herrufen. Du hast verstanden? Ja, und das war's schon mit diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, wenn nicht, dann nicht. Und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in Paper Mario, die Legende vom Myonentor. Bis dann und ciao.